Die Fans von Fortuna Köln haben derzeit nicht besonders viel zu lachen. Der Abstieg aus der dritten Liga steht schon eine Weile fest. Am vergangenen Samstag gab es dann zudem noch die Niederlage im Mittelrhein-Pokalfinale gegen Aachen. Also noch nicht mal ein kleines Trostpflaster. Aber es ist nicht alles schlecht im Verein. Die zweite Mannschaft der Südstädter spielt eine richtig starke Landesliga-Saison. Und im kleinen Derby gegen die Zweitvertretung von Stadtrivale Viktoria Köln, da konnten die Jungs von Tillmann Wegner den Aufstieg perfekt machen. Und die Fortuna in Gelb von rechts nach links war mal so richtig heiß auf den Sieg. Erste Offensivaktion, erster Abschluss, Ding, 1:0. Serhat Güler trifft. Der Stürmer stammt in eben erwähnte Mittelrhein-Pokalfinale. 70 Minuten auf dem Platz. Der ehemalige Jugendspieler von Leverkusen und Düsseldorf liefert in dieser Saison eigentlich so gut wie immer ab, wenn er für Fortuna 2 auf dem Rasen steht. 16 Tore, 6 Assists sprechen da doch eine ziemlich deutliche Sprache. Der Start bis hierhin, sagen wir mal, einigermaßen vernünftig. Und wie sagte einst ein großer deutscher Philosoph, weiter, immer weiter. Vierte Minute, Vassilios Kametas, 2:0. Zur Definition von heiß wie Frittenfett. Bitte einfach mal die Anfangsphase dieser Partie anschauen. Kametas mit Saisontreffer Nummer 10. Auch er wie Güler Teil einer richtig starken Fortunen-Offensive. Die zweitbeste in der Liga hinter Meister FC Pesch. So, zweite Minute hatten wir, vierte Minute hatten wir, springen wir doch einfach mal in die sechste Minute. Unfassbar, Güler mit dem Doppelpack. Hätten wir in der Landesliga eine Statistikabteilung, könnte ich euch jetzt verraten, wann es zuletzt in einem Spiel 3:0 nach 6 Minuten stand. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, so häufig ist das bisher noch nicht passiert. Die Fortuna also auf Kurs für ein stabiles 45:0, aber keine Sorge, danach ging es ein bisschen ruhiger zu. Ach ja, und es stand ja auch noch eine zweite Mannschaft auf dem Rasen. Raschli per Kopf, immer noch erst 12 Minuten gespielt, immerhin so etwas wie ein Lebenszeichen der Viktoria, die in den ersten Minuten dieser Partie komplett überrannt wurden, aber sich danach fingen, das Spiel ausgeglichen gestalteten und die ein oder andere Chance hatten. Wie zum Beispiel diese Szene. Das ist Ernesto Caratala Jiménez, setzt sich da richtig stark durch mit dem Auge für Raschli. Das Aluminium verhindert den Doppelpack des Routiniers. 3:1 zur Pause. Wegner im Gespräch mit dem Schiri. Seine Mannschaft wollte diesen ersten von drei potenziellen Aufstiegsmatchbällen auf jeden Fall nutzen. Das merkte man ihr an. Und das ging auch in der zweiten Hälfte so weiter. 4:1. Mohamed Loom und die zarten Hoffnungen der Viktoria auf ein Comeback waren dann auch ganz schnell wieder dahin. Dafür an diesem Tag allerdings auch die individuelle Fehlerquote deutlich zu hoch und andererseits der Druck der Fortuna deutlich zu stark. Immerhin, die Gäste gaben sich in der Folge nicht auf, hatten noch die ein oder andere vernünftige Gelegenheit. Masashi Nakaya auf der Linie rettet für seinen Keeper. Und dann konnten sie so langsam beginnen, die Feierlichkeiten, weil auch auf dem Rasen nichts Spannendes mehr passierte. Rheinkick TV gratuliert der zweiten Mannschaft des SC Fortuna Köln zum Aufstieg in die Mittelrheinliga. Und wir hören mal rein, was der Aufstiegscoach so zu sagen hat. Also ganz ehrlich, als ich im Winter die Mannschaft übernommen habe, vor anderthalb Jahren, habe ich das Potenzial, wusste ich um das Potenzial und hatte mir auch da schon Gedanken gemacht, natürlich. Und das Potenzial dieser Mannschaft ist einfach so gut, dass man kann nicht sagen, man rechnet mit dem Aufstieg, aber mir war klar, dass ich mit der Mannschaft oben mitspielen kann. Und mir war auch klar, dass wenn wir in so einen Flow kommen, wenn wir uns finden als Mannschaft, dass wir dann wirklich schwer zu besiegen sind. Derby-Sieg, Aufstieg, na also, es gibt sie doch noch, die positiven Nachrichten aus der Kölner Südstadt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.